Dann bekommen Sie auch eine Antwort. Sie bekommen ja gleich den Termin mit Herrn Schröder. Herr Schröder beantwortet. Es sind im Wesentlichen zwei Elemente, die das steuerpolitische Konzept der SPD bestimmen. Erstens, wir wollen diejenigen, die jeden Tag in den Fabriken, in den Verwaltungen, in den Dienstleistungszentren Erwerbsarbeit leisten, die die eigentlichen Leistungsträger in unserer Volkswirtschaft, in unserer Gesellschaft sind und die hoch belastet worden sind in der Regierungszeit Helmut Kohls, entlasten. Der andere wesentliche Gesichtspunkt ist, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, also die kleinen und mittleren Unternehmen, zu entlasten. Dies sind jene Unternehmen, in denen 2/3 der Arbeitsplätze vorgehalten werden und 80% aller Ausbildungsleistungen erbracht werden. Wir haben in unserem Programm deutlich gesagt, dass wir nur schrittweise, anders wird es nicht zu realisieren sein, eine Unternehmenssteuerbelastung unabhängig von der Rechtsform von 35% durchsetzen wollen. Ertragen wollen mit allen negativen Folgen, die das für die Arbeit. Auf die eine Rat, haben in der zweiten Reihe. Die Sozialdemokraten haben mit der heutigen Vorstellung demonstriert, dass sie eine Partei von gestern sind. Wer die Reformen in Deutschland zurückdrehen will, der zertrampelt die gerade sich schön entwickelnde Pflanze Aufschwung, der vertreibt Arbeitsplätze aus Deutschland, der schreckt Investoren ab und der macht das Gegenteil von dem, was er vorgibt zu tun. Oder aber, und das könnte Hand in Hand gehen, man finanziert die Geschichte durch... Also ganz klar, wir begrüßen als Bündnisgrünen die Grundausrichtung dieses Startprogramms in Fragen soziale Gerechtigkeit, in Fragen wirtschaftliche Modernisierung und auch in der Frage einer nachhaltigen Beschäftigungspolitik. Wenn Sie so wollen, ist dies ein erstes indirektes Bekenntnis zu Rot-Grün, weil Rücknahme der Lohnfortzahlung, Krankheitsfall, Rücknahme der drastischen Einschneidemaßnahmen beim Kündigungsschutz und auch die Frage des europäischen Beschäftigungspaktes kann ich mir in einer Koalition mit der CDU so nicht vorstellen.